Moin Leute und herzlich willkommen auf dem Kanal von Panro Tutorials. Ich bin's wieder mal, euer Shadow Punisher, und ich melde mich mit einem weiteren Easter Egg zurück. Heute geht es um das Spiel Call of Duty Black Ops. Und ich habe mir gedacht, nimmst du einfach mal das, wie soll ich sagen, Gegenstück zu World at War und zeigst davon einfach mal ein Easter Egg. Dafür müsst ihr einfach auf Missionenwahl, oder falls ihr die Kampagne noch nicht durch habt, einfach auf die Mission Zahlen gehen. Welche Schwierigkeit dort ihr wählt, ist auch hier wieder egal. Ich werde das Ganze jetzt einfach mal auf Rekrut spielen. Jetzt wird eine kleine Zwischensequenz oder beziehungsweise zwei kommen. Die werde ich hier einfach rausschneiden an dieser Stelle und wir sehen uns dann gleich wieder. Nun, da beide Zwischensequenzen vorbei sind, nehmt ihr eure Granaten und wirft die auf drei verschiedene Distanzen nach hinten, vorne und in die Mitte des Raums. Die vierte könnt ihr auch noch in den Raum werfen, um eine Nummer sicher zu gehen. Nun sollte sich diese Klappe öffnen und ihr müsst X gedrückt halten, falls der Kassettenrekorder geöffnet ist. Nun schnell die Treppe hoch. Falls der Kassettenrekorder nicht geöffnet ist, startet die Mission so lange neu, bis der Kassettenrekorder wirklich offen ist, weil sonst funktioniert dieses Easter Egg nicht. Nun müsst ihr euch nur noch den Weg durch die Häuser hier kämpfen. Was, wenn ihr auf einfach spielt oder Rekrut, relativ leicht sein sollte. Nun seid ihr auf dem Dach. Hier sind noch zwei Gegner, die ihr noch eliminieren müsst. Oder abschießen, beziehungsweise abschießen. Und wenn ihr wirklich nur mal sicher gehen wollt, dass der wirklich funktioniert, killt am besten alle Gegner und von hier Anlauf nehmen und dann springen. Sonst fallt ihr hier runter. Jetzt müssen wir nur noch warten, bis die beiden anderen hier hinkommen und dieser Clark den Kühlschrank wegschiebt. Wie alle wissen, ist dahinter ein geheimes Waffenversteck versteckt, also für alle, die Mission schon gespielt haben. Nun müsst ihr hier reingehen und hier seht ihr auch, der Kassettenrekorder ist geöffnet. Nun müsst ihr wieder X drücken oder halt Quadrat auf dem PS3-Controller. Jetzt sollte so ein Sound von so einer, keine Ahnung, alten Spielkonsole kommen. Und nun ist es auch schon soweit und die Thundergun oder Donnerkanone aus dem Zombie-Mode kommt hier aus der Wand. Eigentlich ganz lustig von Treyarch, das hier in Black Ops einzubauen, da es in World at War schon die Strahlenkanone gab und die Donnerkanone bzw. Thundergun der große Bruder der Strahlenkanone ist. Falls euch dieses kleine Tutorial zum Easter Egg gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, also vergesst das Bewerten nicht. Und vielleicht abonniert ihr uns auch. Sonst gibt es eigentlich von meiner Seite aus nichts mehr zu sagen und ich sage nur noch, haut rein Leute, ne?